rein, jetzt machen wir weiter. Hier ist eine Einrichtung entstanden, in der Wissenschaftler gearbeitet haben, also eine Forschungseinrichtung. In der Erprobung von allen technischen Sachen, die man also für eine Ausrüstung einer Armee braucht. Und diese Konzentration, dass man also diese Vielfältigkeit an einer Stelle hat, so konzentriert, das ist so gut wie einmalig. Und das macht das Besondere an diesem Gelände aus. Hier machen wir heute unsere Führung und die geht dann hier noch hier rüber und vielleicht, wenn wir Glück haben, noch ein bisschen hier runter. Das ist das, was wir also heute vorhaben. Wir haben auf dem gesamten Gelände 4000 registrierte Objekte. 4000. Das zählt natürlich alles dazu. Ja? Ich sage immer, das zählt auch die Hundehütte dazu, ja, bei 4000. Aber es ist eine Menge. Regelmäßig und planmäßig machen wir das also einmal im Monat, ein Wochenende. Aber es gibt sich von der Auslastung her gesehen jede Menge zusätzliche Führungen, sodass wir eigentlich ganz gut beschäftigt sind. Mit dem Aufbau der königlich-preußischen Militäreisenbahn, nicht, von Berlin-Schöneberg bis zum Schießplatz Kummersdorf und der Einweihung dieser Bahnlinie 1875, sagen wir, das ist also das Geburtsjahr für den Ort Kummersdorf. Und damit auch der Beginn der Geschichte dieses Bereiches. Denn vorher war ja hier alles Waldgebiet. Kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Denn Wasser ist da, im Winter gefriert es. Dann kennt ihr das aus den alten Filmen, diese Blöcke, die man geschnitten hat. Das Areal hat ja eine lange Geschichte, nicht? Es beginnt ja 1875 und geht bis in die jetzige Zeit eigentlich hinein. Nicht? Hat Perioden hinter sich, das Kaiserreich, die Weimarer Republik, nicht? Dann die Zeit des Dritten Reiches, und dann anschließend nach dem Krieg die russische Nutzung. Wir haben hier an dieser Stelle ein Sammelsurium von Typen Plattenbau. An einer Stelle, konzentriert. Mhm. Weiß nicht, ob es sowas nochmal gibt. Sagen das auch unseren Besuchern, dass also hier in diesem Bereich nicht, also zwei Weltkriege vorbereitet worden sind. Ja. Das ist eine wichtige Aussage, die man treffen muss. Die stellen wir immer bei unseren Führungen voran, weil natürlich, wenn man sich das Gelände ansieht und sich die Objekte ansieht, immer die Technik in den Vordergrund kommt. Nicht? Also was also die Wissenschaftler hier gemacht haben, wenn wir das erzählen und erklären, tritt das natürlich in den Vordergrund. Und wir müssen immer wieder mal mit einer Bemerkung nebenbei darauf aufmerksam machen, überlegt mal, wofür ist das alles gemacht worden. Das macht man sehr akribisch. Das macht auch jeder, der hier Führung macht. Da legen wir Wert drauf, nicht? Dass man das. Wir möchten nicht in den Verruf kommen, dass wir hier irgendwelche Militärtechnik verherrlichen, was wir gar nicht machen. Das war ein militärischer Flugplatz. Von der Größenordnung war er schon ordentlich groß.
aber spartanisch eingerichtet, militärisch. Alles, was an Technik hier gestanden hat, nicht was man braucht, nicht Radar und Überwachung, Luftraumüberwachung und das alles, ist alles mobil gewesen. Der erste Mensch im Weltraum und die erste Frau im Weltraum, die waren beide hier in Sperenberg. Wir haben uns natürlich das Ziel gesteckt, das weiterzumachen, was wir schon machen, was wir tun, nämlich ein Museum zu sein und Führungen zu machen. Und wir haben gedacht, man könnte das gesamte Gelände nutzen, in seiner vollständigen Größe ein Museum in der Natur zu machen. Denn durch diese teilweise Nichtnutzung der großen Flächen hat sich ja da die Natur ganz toll entwickelt. Und das ist ja für Besucher eigentlich nicht nur technische Information und historische Information, es ist ja auch eine Erholung, hier in diesem Gelände sich zu bewegen, in aller Ruhe, in aller Stille. Die unbüchsige Natur zu sehen, das ist doch herrlich, nicht? Und deshalb unser Ziel, aus dem Gelände also ein Museum in der Natur zu machen.